Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und es gibt Neuigkeiten zu einem neuen Star Wars Spiel, welches wahrscheinlich sogar dieses Jahr noch erscheinen wird. Das ist natürlich super interessant. Hier geht es ein bisschen um Gerüchte und so weiter, aber ich habe euch ja schon ein paar Mal berichtet von Star Wars Project Maverick. Das ist ein Spiel, welches von EA Motive momentan gemacht wird und halt ebenfalls von Star Wars handelt. Es wurde schon häufiger gesagt, dass das jetzt die nächsten Tage genauer gezeigt wird, genauer präsentiert wird. Es wird davon ausgegangen, dass am 16. Juni tatsächlich ein kleiner Teaser kommt. Ob das jetzt ein Bild ist, ein kleines Video und kleiner Trailer, kleinere Ausschnitte vom Gameplay oder sonst irgendwas und dann tatsächlich am 18. beziehungsweise für uns eigentlich eher 19. Juni auf der EA Play, also der großen EA, dem großen EA-Event, wo die halt neue Spiele zeigen, soll es dann wirklich groß vorgestellt werden. Das ist zumindest so ein bisschen das, was die Gerüchte so spekulieren und es sieht wirklich sehr, 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 sehr stark danach aus. Es wurde tatsächlich jetzt nämlich ein neues Bild von einem neuen Star Wars Spiel, einem brandneuen Star Wars Spiel im Xbox Store ganz kurzzeitig hochgeladen und man konnte die Shopseite besuchen und danach wurde es direkt wieder runtergenommen, ne? Also von daher, es war was Offizielles, was halt wirklich im Xbox Store zu finden war. Und das wird wohl das neue Star Wars Spiel sein, welches bisher immer nur unter seinem Projektnamen, wie gesagt, Project Maverick, bekannt war. Die haben ja immer solche Entwickler-Projektnamen. Und das richtige Spiel soll wohl dann Star Wars Squadrons heißen. Und man sieht schon, es ist ein Fliegerspiel, das war schon immer erwartet worden von allen Leuten, dass es in irgendeiner Form eine Art Raumschiffspiel sein wird, wo man dann Imperium gegen Rebellen spielen kann oder X-Wings gegen TIE Fighter, was auch immer, ne? Den Teilnamen Squadrons kennt man auch schon aus der Rogue Squadron-Reihe, welche ja auch ebenfalls so eine Art Raumschiff-Simulator-Spiel waren, wo man halt verschiedene Raumschiff-Missionen hatte und so. Und laut den ersten Leakern soll das halt, ne, wie so gesagt, ein typisches Raumkampfspiel quasi sein, wo man mit diversen Schiffen dann im Star Wars-Universum gegen andere Piloten kämpfen kann. Wie gesagt, mit Singleplayer-Kampagne tatsächlich und auch einem Fokus auf Multiplayer-Gefechten. Wobei man da jetzt nicht weiß, wie groß sind dann die Teams, die gegeneinander kämpfen. Ist das dann 5 gegen 5 oder irgendwie 7 gegen 7, 8 gegen 8, 10 gegen 10? Kleinere Teams, größere Schlachten, wer weiß es genau, ich weiß es nämlich nicht, also das ist bis jetzt noch relativ unbekannt. Man sieht auf jeden Fall auf dem Cover, beziehungsweise auf den Bildern, die so geleakt wurden, X-Wings, Y-Wings, A-Wings, TIE Fighter, TIE Interceptor, TIE Bomber, die typischen Raumschiffe, die man so aus den aus dem Galaktischen Bürgerkrieg kennt. Und natürlich auch dann ein TIE Fighter-Pilot, als auch halt ein von der Rebellion. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich irgendwie um diese Ära gebaut sein. Ist jetzt bis jetzt unklar, ob es halt wirklich nur Rebellen gegen Imperium gibt oder halt auch vielleicht Klone gegen Droiden, beziehungsweise halt auch vielleicht Erste Ordnung gegen den Widerstand. Das kann man bis jetzt noch relativ schlecht sagen. Auf jeden Fall eine ganz, ganz interessante Sache. Wie gesagt, höchstwahrscheinlich wird es irgendwie, ne, laut bestimmten Leakern, am 16. einen kleinen Teaser dazu geben. Dazu würde ich dann natürlich ebenfalls nochmal Bescheid sagen und euch das präsentieren. Falls das nicht der Fall sein wird, ist es sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass es halt am 19. um 1 Uhr nachts quasi bei uns stattfinden wird. Die große Weltpremiere auf der EA Play, beziehungsweise diesem EA Play Event, was dann halt in der Nacht passiert, ne, das werde ich natürlich auch wieder livestreamen. Und dann meine Meinung dazu sagen und natürlich dann auch nochmal so eine Art News-Video dazu zusammenfassen, weil klar, ne, irgendwie um 1 Uhr nachts werden wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute zuschauen können. Aber das wären auf jeden Fall erstmal so alle Informationen, die wir haben. Was sagt ihr denn zu diesem Spiel? Hättet ihr Bock auf so eine Art Raumkampfschiff-Spiel? Oder sagt ihr so, nee, eigentlich gar nicht. Es gab ja auch früher diese X-Wing-Reihe beispielsweise oder wie gesagt die von mir genannte Rogue Squadron-Reihe. Es gibt auch noch sowas wie Jedi Starfighter. Es gab schon ganz, ganz viele verschiedene solcher Star Wars-Kampfflug-Raumschiff-Spiele. Und von daher auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Sache. Freut ihr euch auf das Spiel? Hofft ihr, dass es noch dieses Jahr rauskommt? Ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie gesagt, die Leaker sagen, es würde dieses Jahr noch rauskommen, irgendwann Richtung, ne, dem typischen Wintergeschäft, Weihnachtsgeschäft. Und natürlich auch, wie gesagt, Singleplayer und Multiplayer wären drin. Das sind alles noch so ein bisschen spekulative Sachen. Das Bild ist auf jeden Fall ziemlich sicher echt. Und von daher, was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.